Hallihallo und weiter geht's mit Dragons. Hier sehen wir unseren Knochenräuber, der kann aber jetzt leider mit dem Material nicht weiterhelfen, weil unser Material so gut wie voll ist. Von daher müssen wir auf jeden Fall erstmal einen Drachen pimpen. Pimpen wir unseren Gruff und schicken den gleich los. Dann können wir nämlich auch gleich unseren Knochenräuber nochmal neu losschicken. So, jetzt haben wir eigentlich relativ viel Material auf Tasche. So, dann würde ich sagen, checken wir erstmal die Akademie. Da können wir noch einen Drache rin schicken zum Training. Das Ding ist, mein Ohnezahn habe ich gerade nochmal los. Hier schickt 20 Minuten jedes Event ja noch. Ihr könnt den Poch und den Klumpen bekommen. Bis jetzt habe ich natürlich immer Pech gehabt. Ich hoffe, bei euch sieht es anders aus, dass ihr doch mal ein bisschen mehr Glück hattet und eventuell den Poch oder den Klumpen bekommen habt. Ich nicht. Wie gesagt, den Klumpen können wir ja nur kaufen, aber den Poch könnt ihr bekommen. Den Funkenhüstler hatte ich schon, von daher fällt es für mich flach, das Event. Also ihr könnt jetzt nur noch Glück haben, dass ich doch noch in letzter Sekunde den Poch bekomme. Glaube ich aber nicht so wirklich dran, weil ich meinen Ohnezahn echt extrem oft losgeschickt habe und hatte natürlich immer Pech. Aber hier gibt es ja auch eine Runensammlung in dem Event. Das kann ich auf jeden Fall einmal eintauschen. Haben wir jetzt einmal gemacht, haben 25 Runen mehr am Start. Hier müssen wir jetzt natürlich nochmal sammeln, hier zwei so eine Mützen, um die nächste Runensammlung zu bekommen. Aber das werden wir natürlich auch nicht mehr schaffen, weil das Event, wie gesagt, in 19 Minuten zu Ende ist. So, jetzt hier mal eine Akademie. Checken erstmal, welchen Drachen wir da noch rinstoppen können. Hier haben wir einen Donnertrommler und den Fünkchen natürlich auch. Entweder stoppen wir Fünkchen drin. Ich pimp den aber erstmal. 10 Stunden, 30 Minuten wäre auf jeden Fall eine Option. Dann pimpen wir unseren Donnertrommler auch gleich. 9 Stunden, 15 Minuten. Und dann könnten wir aber auch sagen, jo, wir nehmen eventuell so ja den leuchtenden Fluch. Der ist jetzt auf 55. Den pimpe ich jetzt aber weiter bis auf Level 57. Und schicke den einfach nochmal ab zum Training. Ja, das machen wir für 13 Stunden, schicken wir den einfach mal zum Training. So, jetzt können wir natürlich noch ein paar Drachen abchecken, die im Titan-Training in Valkas Zuflucht waren. Die checken wir natürlich auch gemeinsam ab. Aber erstmal könnten wir ja gleich noch ihn losschicken, wenn wir wollen, in Valkas Zuflucht zum Training. Öffnen wir einfach mal, checken hier mal die Drachen auf Level Nummer 51, welche wir da nehmen können. Hier hätten wir auf jeden Fall Nuss, dann hätten wir den humpelnden Grunzer, hätten den Wechselflügler noch am Start. Fackelschwester wäre auf jeden Fall eine Option. Fackels Bruder natürlich auch. Und das waren sie hier eigentlich. Und dann hätten wir natürlich noch den ohne Zahns Erzfeind. Ich würde sagen, wir nehmen Fackels Bruder, platzieren den und schicken den dann erstmal zum Titan-Training, wenn wir hier überhaupt Platz finden. Das ist natürlich die nächste Frage. Sieht natürlich wieder sehr schlecht aus. Gut, dann müssen wir erstmal checken, ob wir den Rumpelhorn zum Titandrache gepimpt kriegen. Ja. Bittere Kiste. Hat wieder nicht geklappt mit unserem Rumpelhorn. Wir sammeln aber erstmal wieder unser Material ein und schicken den dann einfach neu los. Dann ist auch gut. Außerdem haben wir ja hier unseren Sturmpfeil. Das müsste eigentlich endlich mal klappen, dass wir den zum Titan machen. Ja, endlich, geile Sache, unser Sturmpfeil ist endlich ein Titandrache, hat ja 1000 Jahre gedauert, aber jetzt haben wir ihn auf jeden Fall am Start, richtig genial, ich freue mich. So, dann können wir den natürlich auch erstmal weiter pimpen, bis auf Level 54 und dann würde ich sagen, stoppen wir erstmal einen Hangar, pimpen den dann später weiter. Wie gesagt, in Valkas Zuflucht ist jetzt der Rumpelhorn, 4 Stunden 29 Minuten braucht er noch in unserer Akademie. Ist natürlich auch alles wieder Bombe. Drei Drachen sind drin, so wie es sein soll. Ach so, hier haben wir noch einen Krallenkrabbler. Alles klar, den checken wir natürlich auch noch. Ah, bittere Kiste, den haben wir nicht zum Titandrachen gepimpt. Ah, coole ist natürlich, das war unseren Sturmfeuer jetzt als Titandrache haben. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Gut. Soweit sind wir auch erstmal wieder durch mit unseren Drachen. Würde ich sagen, wir könnten höchstens mal checken, welche Drachen ich auf Level 75 habe. Da habe ich zum einen unseren Schockdrachen auf Level 75. Wen habe ich noch? Dann habe ich auf jeden Fall noch den Knochenräuber auf 75. Und ich glaube, das waren sie auch. Jetzt könnten wir aber auf jeden Fall noch unseren Dagos Grill kurz zweimal pimpen. Und schicken den gleich neu los.
Gut, also wie gesagt, zwei Drachen auf Level 75 habe ich. Hier habe ich noch einen Nadder auf 73. Jo, das war's. Soweit sind wir durch für heute, würde ich sagen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.